Torgranate-Expertentipp, neue Runde. Osterwochenende steht an. Ja, am vergangenen Wochenende, der Ralf hat sich wohlweislich schon verpisst. Hat nämlich 0 Punkte geholt am vergangenen Wochenende. Max, 2 Pünktchen. Glückwunsch. Ja, großartige Leistung, tolle Performance. Gut, immer ein Zweiter. Immer ein Zweiter mit einem Punkt. Ja, ich habe auch eine Nullrunde eingefahren, aber Gott, sei euch gegönnt, ist okay. Rot-Weiß Frankfurt gegen Borussia Fulda ist unser erstes Spiel. Jetzt bin ich erstmal wieder dabei, um das Niveau ein bisschen anzuheben. Ja. Ich war beim Hinspiel da gewesen, da hat Borussia vielleicht die beste Saisonleistung gezeigt. Also das war schon ganz stark damals an dem Freitagabend. Aber inzwischen, ich glaube, Rot-Weiß ist einfach zu stark, zu konstant und wird auch gegen Borussia gewinnen. 2:0 Rot-Weiß-Frankfurt. Ja, aufgrund der Konstellation glaube ich schon, dass bei Borussia so ein bisschen so ein kleiner Hänger kommen könnte und Rot-Weiß zu Hause schon am Macht. Deswegen tippe ich auf ein 2:1 für Rot-Weiß. Ich denke mal, Borussia kriegt jetzt auf die Fresse die ganze Woche und zeigt eine Trotzreaktion 1:2. Überraschung. Ja. Da Borussia Fulda im Aufstiegskampf jetzt eigentlich tot ist, wie ihr ja auch schon mehrfach erwähnt habt, glaube ich, dass ich weiß nicht. Ich sag mal 3:0 Rot-Weiß. Gut, wir gehen 2 Klassen tiefer und da noch tiefer in den Keller, nämlich Großenlüder gegen Eiderfeld-Leimbach. Steffen? Ja, ich denke, Großenlüder hat das Momentum auf seiner Seite und wird mit 2:1 gewinnen. 1:0 Fabian Lehmann. Ja. War dieses Jahr selten in der Elf des Tages, habe ich gemerkt. Also im Vergleich zum letzten Jahr. Da habe ich in letzter Woche reingeschafft, das allererste Mal. Marc Röhrig hat ihn abgelöst, würde ich sagen, dieses Jahr. Und der Flo Storch natürlich, ja. Ändert jetzt aber nichts an Großenlüder Eiderfeld. Eiderfeld ist so komisch irgendwie. Man denkt, die sind so peu à peu nach unten, aber dann gewinnen sie doch mal wieder ein Spiel. Großenlüder bin ich eigentlich immer von der Qualität überzeugt. Die haben gute Leute drin. Ich denke deshalb auch, dass Großenlüder das Ding knapp mit 2:1 für sich entscheidet. Ja, Eiderfeld, da sieht es ganz mau aus, was das Personal angeht. Das kriegen sie richtig zu spüren. Sind jetzt eigentlich auch schon wieder im Abstiegskampf involviert. Großenlüder, die standen jetzt noch mal kurzzeitig auf 6 oder 5 oder so. Also Wahnsinn. Ich sage, Großenlüder zieht auch das Spiel. Aber Rübka trifft natürlich wie immer 2:0. Kommt wieder der Experte. Gucken wir zum Essen einladen. Das war immer, war das so, da ging immer gar nichts bei unseren Tipps. Ne? Ja, von daher. So, wir haben schon mal getippt im November. Jetzt findet es hoffentlich statt. Eldersegg-Weißbach-Schwarzbach gegen Müs, Kreisoberliga Mitte, das absolute Schlagerspieler. Ja. Wochenende. Ich denke, da ist alles drin. Von einem Heimsieg, Auswärtssieg, Unentschieden. Ich glaube, es kann alles passieren. Phrasenbingo. Ich möchte mich mal nicht festlegen an dieser Stelle, sage 2:2 Unentschieden. Scheiße. Ja. Keine Ahnung, das sage ich auch. 2:2. Ja, ich wollte eigentlich auch Unentschieden sagen, aber ja, es ist. Ich sag mal, allein, weil es spannend ist, dass Elders gewinnt 2:1, dann gibt es nämlich keinen direkten Vergleich und am Ende zählt jedes Tor am letzten Spieltag. Deswegen gewinnt Elders 2:1. Ja. Ich bin auch irgendwie bei Elders, ich weiß nicht warum. Ich sag 2:0, die Reinhards richten das irgendwie. Ja. Ja, also dann klarer Vorteil Elders. Ja, spannende Spiele. Mal schauen, wer auf die Fresse kriegt, beziehungsweise wer wieder aufsteht. Wir bleiben auf jeden Fall hier stehen, auch nächste Woche und wünschen euch viel Spaß am Wochenende.